Da ist gerade ein scheiß Trabant außerhalb, also hier nicht in meinem Zimmer, sondern auf der Straße. Deswegen konnte ich gerade nicht aufnehmen, weil das übelst laut war. Das kann ja nicht wahr sein. So, Leute, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam. Also ist das halt in Leipzig, Leute. Ich weiß, aber ey, ohne Scheiß, also ich konnte gerade echt die Aufnahme nicht starten, weil 2 Sekunden irgendein Auto hier starten musste und nicht loslegen konnte. Normalerweise hört man bei mir im Zimmer nichts. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten gehabt. Ich hoffe, hatte ich auch schon Dragon Age gesagt, ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen. Aber viel wichtiger ist ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit der Familie. Und ja, Leute, jetzt geht's weiter mit Terra Tech. Hatten jetzt ja schon super viele Leute gefragt, wann geht's denn weiter und so. Ja, ich bin jetzt einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Ich hatte aber hin und wieder mal immer drunter geschrieben. Das haben natürlich trotzdem nicht alle gelesen, das ist klar. Dass es halt jetzt ein paar Tage später dann weitergeht. Und das ist quasi heute. Ich versuche die heute sogar noch hochzubekommen. Also bei mir ist heute auch Sonntag. Das heißt, wenn bei euch auch Sonntag ist, dann habe ich es heute noch hochgekriegt. Bei mir ist jetzt schon 14 Uhr. Ich hoffe, dass ich heute bis heute Abend noch oben habe. Jo, und ich habe mir jetzt mal die ganzen Kommentare von euch durchgelesen. Und der Grundtenor war gewesen, ich soll mir vor allem aus diesen gelben Teilen erstmal einen größeren, bodenständigen Roboter bauen. Ne? Also wirklich erstmal mit diesen gelben Teilen arbeiten. Das mit diesen bunten Teilen und dann mit den Flügeln und diesem Tank und so, das können wir ja auch mal noch ausprobieren. Beziehungsweise das mit dem Tank und so, vielleicht können wir das ja trotzdem irgendwie noch testen. Müssen wir einfach mal schauen. Ne? Wenn ich hier Shift drücke, hieß es, dass ich. Ah, guckt mal, habt ihr das gesehen? Das hat ja jemand geschrieben, wenn ich Shift drücke. Dass ich dann das aktiviere, das hatte ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und seht ihr, wie die Rakete dann gestartet wird hier? Das ist ja cool. Wartet mal eben, ich will das mal ganz kurz, wenn ich jetzt nach vorne drücke und Shift. Er wird dadurch nochmal ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Okay, das ist cool. Also die kann man dann wahrscheinlich auch so gebrauchen. Nice. Aber natürlich ist es ein Riesenteil und eine übelst kleine Rakete, das bringt ja noch nicht ganz so viel, aber. Hätte ich das schon mal kapiert. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir brauchen. Ich habe ja alles verkauft. Wir haben jetzt 7400 BB. Beam, beam. Warte mal, ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, guck mal hier, die Räder, die sind kosten deutlich mehr. 8 Titos brauchen wir dafür. Da brauchen wir aber dann kein Gummi. Also ich würde sagen, wir wenn dann nehmen wir die Räder nur. Ne? Also ich kaufe die jetzt mal. So. Die habe ich schon gekauft hier, diese Basisblöcke, wunderbar. Wir müssen unbedingt an dieses gelbe Zeug hier rankommen. Das ist ultra wichtig und da könnten wir da schon richtig viel machen. So, hier haben wir die Flügel, hier haben wir noch die Teile. Hätte ich aber auch gerne. Damit würde ich ja mal gerne ein bisschen rumexperimentieren. Ja, die Räder werde ich erstmal lassen. Haben wir denn jetzt die Kohle noch dafür? Ich hole erstmal noch die Flügel. Und dann müssen wir ja da nochmal ein bisschen was verkaufen, dann passt das. So gut. Wie sieht's denn aus? Sind wir noch halbwegs gut ausgerüstet? Ja, was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, ist halt, ich muss jetzt hier trotzdem mal ganz kurz umbauen, Leute. Bevor wir jetzt losfahren, um Rohstoffe zu sammeln für die gelben Dinger, wir müssen unbedingt jetzt in dieses Wüstengebiet. Da gab es, glaube ich, dieses Titus-Zeug. Ja, ich muss irgendwie mal an diesen Klamottenladen denken. Gibt es das überhaupt noch, Titus? Kenne ich nur von früher noch, als ich auch mal noch tiefere Hosen getragen habe. Das ist sehr lange her. So, warte mal eben. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Ich muss da wirklich jetzt nicht von Grund auf. Aber schon ein bisschen jetzt hier ummodeln, dass ich immerhin die, ich meine, die ganzen Reifen, habe ich, den hätte ich, bräuchte ich gerne nochmal. Das wäre super. Ob das schlimm ist, wenn ich jetzt hier den schon mal ransetze, damit wir den schon mal haben, fährst du trotzdem oder habe ich da jetzt Probleme? Es geht trotzdem. Okay, ich werde das Ding dann noch austauschen mit so einem Reifen auf jeden Fall. Nur da spare ich mir halt die Herstellungskosten natürlich, wenn ich ihn jetzt direkt mitnehme. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die Teile dann plötzlich fehlen oder so, wisst ihr? Was ich krass finde, ist auch, wie groß wir plötzlich sind, Leute, im Vergleich zu dem Lager. Das ist mir ja in den letzten Folgen gar nicht aufgefallen, dass wir dann schon so riesig sind, obwohl ich noch gar nicht so viel verbaut hatte. So gut, das sieht manchmal ganz gut aus. Dann, den Reifen hier. Wir können natürlich mit Ersatzreifen auch machen, ne? Das wäre natürlich auch cool, falls ich mal einen verlieren sollte oder so. Müssen wir mal schauen. So, ich will jetzt aber die Dinger hier ordentlich. Ich weiß nicht, hier hinten vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das könnte auch sein. Aber eigentlich habe ich das vielleicht sogar lieber hier vorne. Wenn wir was wegschießen, dass direkt hier vorgeht. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann vielleicht so eine Schneise nach hinten, wie gesagt. Das hatte ich ja schon öfters angesprochen. Da könnten wir das hier immer noch hier an die Seite ranmachen. Hier kann ich auch noch eins ranmachen. So, dann habe ich aber noch mehr von diesen. Mir fällt gerade auf, ich habe kein Schutzschild mehr. Das ist ungünstig, Leute. Ich muss mal eben ganz schnell Holz sammeln gehen hier. Kann ich das nicht abgeben? Bin ich zu hoch dafür oder was? Geh mal bitte.
Okay, das ist blöd jetzt. Wie mache ich denn das? Wartet mal eben. Ich krieg ja jetzt gar nicht die Rohstoffe. Da nervt irgendeiner. Einer. Aber ich würde es eigentlich. Nee, das, die sind ja überall. Ich brauche ein Schutzschild. Ich fühle mich jetzt. Ich krieg gerade hier Panik. Wartet mal eben ganz kurz. Was ist denn los hier, liebes Lagerchen? Oder ist das kaputt? Das ist doch nicht kaputt. Nee, ich glaube, dann wäre das Spiel irgendwie schon zu Ende gewesen. Aber guck mal, das sammelt gar nicht. Also ich kann es mir nur so erklären, dass das zu hoch ist. Das ist die einzige Erklärung, die ich gerade habe. Okay, warte mal, da muss ich jetzt mal die Pads irgendwie anders bauen und gucken. Das ist ja. Das kann ja nicht wahr sein. Wartet mal. Oh nein, jetzt kommen die. Das ist jetzt ultra ungünstig gerade. Ah, okay, guck mal, es funktioniert noch. Na also. Das heißt, wir dürfen die nicht so hoch machen. Das ist ja scheiße. Das ist ja wirklich ungünstig, weil dann müssen die ja total niedrig sein. Umkehrschluss. Habe ich hier noch einen kleinen Block? Und ich hier mal noch einen hinmachen. Das sieht ja eigentlich schon mal ganz cool aus eigentlich. Man könnte natürlich auch die Reifen hiermit einfach verbinden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich will es nur mal ausprobieren, ob das gehen würde, aber ich meine, das sieht ja so aus, als wäre das vor allem auch für sowas gemacht. Wartet mal eben. Das würde halt auch gehen, ne, theoretisch. Aber ich mache das jetzt erstmal so, wie es ist. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal noch sammeln. Ich versuche den jetzt nur ordentlich zu machen, dass wir fürs Sammeln gerüstet sind, sozusagen. Das ist jetzt eigentlich nur mein Plan. So. Aber dann haben wir ja schon mal ein bisschen Ladefläche. Könnte ich jetzt hier vielleicht die... Wenn ich hier die Magneten drauf mache, das ist dann blöd, oder was? Dann mache ich die einfach hier seitlich mal an. Müssen wir einfach mal gucken jetzt hier. Weil das ist ja so ein Scheiße, wenn das zu hoch ist, wir das nicht abgeben können. Machen wir das mal hier hin. Moment. Das ist gerade gar nicht so leicht hier. Ich mache das nochmal hoch eben. Das mache ich weg. Das mache ich auch weg. Dann kann ich ja nur fürs auch hier die Pads hier hinsetzen. Als Verbindung. Aber so richtig zufrieden bin ich damit jetzt noch nicht. Ich weiß noch nicht. Mich nervt das jetzt gerade. Moment, ich mach doch wieder so hier. Sorry. Moment, Leute, ich hab's gleich. Ich mache jetzt erstmal so hier und dann muss man einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Gehst mal bitte runter. So. Und es hat auch jemand geschrieben, das ist eine gute Idee, dass wir irgendwie die Reifen dann schützen, indem wir da auch Blöcke davor bauen. Ne? Weil das ist ja die größte Gefahr, die hier passieren kann, ist, dass die Reifen, ein Reifen weggeschossen wird oder zwei und dann kann man nicht mehr fahren. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann schlussendlich. So, haben wir denn irgendwo solche größeren, mittleren Dinger leider nicht. Ne? Was brauchen wir denn? Aber wisst ihr was, die können wir, glaube ich, dann mal ziemlich schnell abbauen. Da muss ich. Ah, guck mal, jetzt geht's wieder. Also hier die Höhe, die ist jetzt besser gewesen. Ja, da muss ich irgendwie vielleicht schauen, das weiß ich nicht, dass die automatisch hier zur Seite nach unten transportiert werden, die Teile oder so. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie man das am besten machen. Aber es spricht ja auch nichts dagegen eigentlich, dass ich die hier wieder wegnehme. Ja, und dann machen wir hier dann überall diese Pads hin. Diese mittleren würde ich aber dann lieber hier haben, um ehrlich zu sein. Und die müssen wir jetzt mal noch ganz schnell sammeln. Da müssen wir jetzt einfach mal jetzt hier ein bisschen rumexperimentieren. Habe ich hier noch ein bisschen Kanonen, die muss ich natürlich mal noch verteilen, weil so viel Schusskraft habe ich nämlich gar nicht mehr. Die funktioniert, okay. Jetzt habe ich wieder was kaputt gemacht, aber egal. Ich hier nicht anders von mir. Warte, jetzt mach ich mal. Was bist denn du hier? Ist das so ein Kacklaser? Ja, das ist wieder so ein doofer Laser. Ja, den hauen wir einfach mal hier hin. Noch irgendwo was. Die Dinger, dann. Ja, aber die mag ich alle nicht so gerne. Die mag ich wirklich nicht so gerne. Da würde ich dann lieber gucken, dass man vielleicht doch mal einen Roboter zerstören, dass man noch ein paar gute Laser bekommen. Aber erstmal, wartet mal eben, schaue ich mal, dass wir jetzt hier mittlere Magneten ein paar herstellen. Das dürfte aber relativ schnell gehen. Wir brauchen dafür eigentlich nur zweimal dieses Smaragd-Ding und zweimal dieses Ala-Zeug weiterverarbeitet. Das geht schnell. Das kriegt man, das läuft. Moment. Da stelle ich es mal schon mal ein hier eben. Das bitte weiterverarbeiten. Und nein, das ist hier oben direkt schon. Ne? Ja, hier ist es, guck mal. So, hätten wir. Okay, dann nochmal ganz schnell sammeln. Jetzt hoffe ich, dass das irgendwie... Na, guck mal, genau so habe ich mir das vorgestellt. Deswegen habe ich das vorne hingemacht. Wisst ihr, und dann machen wir hier noch eins hin und dann versuchen wir irgendwie, so ein Fließband nach hinten zu machen, dass die überschüssigen Teile, wenn die hier keinen Platz mehr haben hier vorne, dass die nach hinten transportiert werden auf unsere Ladefläche. Ja, das, so habe ich mir das überlegt. Vielleicht ist die Idee ja gar nicht so schlecht. So, hier kam ja echt viel bei raus. Vielleicht sollte ich einfach versuchen, dagegen zu... Ah, guck mal, hier ist noch ganz viele Bauteile.
So, wir brauchen Smaragde. Hier ist wieder nur Schießpulver. Das will ich jetzt eigentlich erstmal noch nicht einsammeln. Das ist jetzt blöd, dann müssen wir einfach mal ein bisschen rumfahren und gucken gehen. Aber ich habe halt schon ein bisschen Angst vor diesen ganzen Robotern. Okay, hier ist Alazeug, das kann man ja schon mal einsammeln, Leute. Was ist, wenn ich jetzt einfach gegenfahre? Ja, aber das ist ein bisschen. Wisst ihr was? Ein Bohrer wäre super. Ich muss mir dann doch nochmal diesen Bohrer besorgen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Ersatzreifen mitzunehmen. Weil dann besteht natürlich nicht die Gefahr, dass man die immer wieder kaputt macht, die Teile. Ich schieße jetzt einfach mal, geht das auf den Sack hier. So. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich komme hier nicht weg. Ich glaube, der ist nicht ganz so gefährlich, oder? Aber jedes Mal, wenn ich sage, der ist nicht so gefährlich, dann werde ich zerschossen. Guckt mal hier. Ich habe eine Antenne. So, warte mal, den schießen wir mal eben weg hier, die Nervensäge. Haben wir denn noch? Ja, ein bisschen. Wir haben aber. Ey, der hat mehr Feuerkraft als wir, glaube ich. Komm, komm, komm. Ja, ein bisschen habe ich jetzt echt Angst, Leute. Na? Er hat nicht mehr so viel. Scheiße, jetzt hat er meine. Jetzt die Scheiße passiert wieder. Das ist doch Kacke. Komm, ich kann noch fahren, ich kann noch fahren, ich kann noch fahren. Ich krieg dich jetzt down irgendwie. Ha, ich hab'n. Als hat er meine Reifen. Oh Mann, hier sind. Hier sind schon meine Stimme, die ich ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht durch Weihnachten zu viel mit der Familie geredet. Aber meine Stimme, die ist nicht ganz fit. Dafür Entschuldigung. Boah, aber dass wir den das noch geschafft haben, das ist glücklich gewesen. Also kann ich froh sein. Jetzt hat er sogar meine gelben Teile kaputt gemacht. Das ist ärgerlich. Muss ich jetzt mal eben hier mal ganz schnell ausbessern, dass wir wenigstens eine Front haben. Dass ich hier weiter Waffen hinmachen kann. Wie gesagt, wir machen ja dann gleich gelbe Blöcke und dann haut das schon irgendwie hin. Aber ich habe einfach viel zu wenig Feuerkraft gehabt. Er hatte mehr Feuerkraft als ich. Hm? Andererseits aber habe ich ein bisschen mehr ausgehalten. Deswegen habe ich das irgendwie geschafft. So, aber das muss ich jetzt nochmal machen, weil sonst können wir nicht auf Tour gehen. Ich will eigentlich nur jetzt wie so eine Treppe hier haben. Genau. Das sieht jetzt natürlich nicht gut aus, aber ihr wisst ja jetzt schon, das ist wirklich jetzt nur um, dass wir jetzt überhaupt noch weitermachen können. Ansonsten wird das nämlich nichts. Okay, dann mache ich die mal hin. Wenn ich jetzt Shift drücke, dann geht's nach unten, okay. Moment, machen wir mal. Nee, die sollte schon so. Zum Bremsen könnte man die natürlich auch verwenden, das wäre auch eine Idee. So, dann hier bitte Laser hin. So, dann hier Kanone, Kanone, Kanone. Der hat mir ja wirklich viel kaputt gemacht, jetzt dieser Drecksack, so wie es aussieht. Okay, wir werden jetzt das mal vorne über die Laser platzieren. So hier. Wie gesagt, ich würde dann sogar so weit gehen, dass man hier unten vielleicht auch nochmal dann irgendwie einen Block macht. Also so, dass es ein bisschen weiter runter geht, dass man mindestens zwei Reihen Laser machen kann. Das ist daher nämlich gar nicht so schlecht, auch dass wir jetzt hier noch ein bisschen rumfitzeln müssen. Weil da kann ich mir gleichermaßen noch ein bisschen Gedanken machen, wie ich es am liebsten haben möchte. Kann ich ihn auch unten hinsetzen? Ach, guckt mal, das ist natürlich auch eine Variante, Leute, dass man das dann so hier macht. Das ist auch eine Idee. Das gefällt mir sogar ganz gut. So, jetzt hier noch alle, also das ist ganz, wir haben mal die ganzen Kanonen noch hier drauf. So, weil so kann man sich mal wirklich einen kleinen Plan machen, wohin ungefähr die Reise gehen soll. Also wir wissen jetzt, wir wollen uns was bauen aus diesen gelben Teilen vor allem, so. Und das ist jetzt so Step by Step. Das finde ich ganz cool hier, muss ich sagen. Das hat ja auch mal ein bisschen was von so Rallye-Autos mit Scheinwerfern. Da guckt ihr mal diese Miniräder an. Da hat er gar nichts zu melden gehabt. So, der war bestimmt noch scharf auf unsere Reifen. Immer sind alle scharf auf meine Reifen, Leute. Das ist ganz schrecklich. Ich werde immer noch auf meine Reifen reduziert. Alle gucken immer noch auf meine Reifen. So, hier. Wir brauchen unbedingt nur ein paar Laser. Aber das ist schon besser jetzt, glaube ich, als davor. Also das ist sogar jetzt ein kleiner Fortschritt. So gut, dann lasst mal weiter das Alazeug einsammeln. Oh nein, jetzt hat er hier in der Mitte den. Okay, ich muss mal eben. Kann ich immerhin. Einen könnte ich schon herstellen. Das ist aber jetzt nicht wirklich viel. Hier kriegt man das auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt so. Also, ich muss noch so ein mittleres Ding machen. Das zieht sich dann halt jetzt doch wieder ein bisschen. Aber das kann ich dann auch nicht ändern. Mein Schutzschild ist auch für den Arsch. Also das hätte man sich ersparen können. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt abgegeben. Okay, so seitlich geht das jetzt. Okay, das haut hin. Und wir müssen jetzt mindestens einen mittleren Magneten bekommen. Haben auch schon genug jetzt Ala eingezahlt. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Smaragde. Schlussendlich. Wie sich mein Lager halt immer mehr entfernt. So, hier wurde mir. Ein bisschen machen die mich ja jetzt hier nervös. Aber ich verbaue mal eben noch das Teil hier. So. Das hier auch. Das kann man ja auch mal hier hin machen. Dann mache ich das hier.
Ja, hier an den Rand können wir doch erstmal. Ja, machen wir hier an den Rand erstmal ran. Beziehungsweise, stopp. Gehe ich das eins weiter runter, wollte ich hier, wollte ich es eigentlich einmal. Das weiß nicht, ob das funktioniert wegen dem. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Mache ich es einfach mal hier hin. So hätten wir. Jo, so gut, so gut, so gut, so gut, so gut, so gut. Einen haben wir schon mal. Guckt mal, Leute. Einen haben wir. Also, wir haben zumindest das erste Mal jetzt so ein mittleres Ding hergestellt, was ja auch ganz cool ist. Muss man überlegen, vielleicht sogar hier hin machen dann. Aber dann sehe ich jetzt sogar, da wäre es ja doch ganz wichtig, dann doch vielleicht irgendwann mal Bohrer zu bauen oder so. Also, da müssten wir uns aber erst diese gelben Bohrer besorgen, weil wenn, dann würde ich natürlich so gelbe Bohrer haben. Ja, das Problem ist jetzt nur. Also, na, ich mache ich. Wisst ihr was? Ich hau das mal jetzt hier hin erstmal. Muss man mal gucken. Man muss probieren, aber nee, ich ignoriere den jetzt erstmal so. Dann sammeln wir mal das Zeug noch schnell ein. Hey, das ist gut so hier, guckt mal. Ich mache natürlich jetzt bestimmt wieder ein, zwei Teile kaputt, aber guckt mal hier, das ist gut, das ist gut. Ich habe eine Angst, dass ich dann irgendwann nichts mehr sehe, so wenn ich jetzt das hier damit alles vollbaue. So, die geben wir auch noch schon ab, jetzt brauchen wir noch Smaragde und dann haben wir ganz viele von diesen mittleren Teilen. Dann könnten wir eigentlich loslegen, ja, vielleicht mal einen Roboter besiegen, dass wir noch ein paar Waffen bekommen. Und ich habe ja vor allem mal diese roten Laser gerne, mit den Rubinen. Und im Anschluss können wir dann dieses Titus-Zeug einsammeln und dann geht's los, dass man endlich diesen gelben Roboter dann vielleicht mal bauen kann. Das ist zumindest jetzt hier der Plan. So, wir brauchen jetzt Smaragde. Seht ihr irgendwo Smaragde? Das ist überall Ala-Zeug. Ala. Das ist Kohle. Das ist das Ölzeug. Glaube ich zumindest. Da muss ich dann glatt nochmal gucken. Ich glaube, das ist Öl. Ja, das ist Öl. Muss ich dann glatt mal nochmal schauen, für ah, da hinten. Oh, das sieht da super aus. Da hinten ist ganz viel grün. Da müssen wir jetzt mal kurz hinfahren hier. Ja. Wir sind. Dadurch, dass wir so groß sind, fällt auch gar nicht auf, wie verdammt schnell wir eigentlich schon sind. Ne? Also wir sind echt super schnell. Fand ich auch schön, einer hat in die Kommentare geschrieben. Ich sollte doch bitte so einen gelben Roboter bauen, aber bitte keinen gelben Bernd das Brot-Roboter. Nee, also keine Sorge, da halte ich mich ab jetzt zurück. Bernds Brot hat jetzt erstmal ausgerobotert. So, guckt mal hier, Leute. Da können wir jetzt ganz viele von diesen Mitteln. Oh, das ist ja eine richtig, richtig, richtig reichhaltige Quelle hier. So, ich glaube, mehr kann ich jetzt erstmal. Ich könnte jetzt noch mit der Seide ein bisschen einsammeln, aber das reicht aus. Mehr brauchen wir nicht. Wir können wieder zurückfahren. Wenn ich mal hier rauskomme. So. Ich muss unbedingt noch so eine Rakete haben, Leute. Hey, guck mal, kann ich jetzt Shift drücken? Ich feiere das gerade total. Das ist ja, glaube ich, noch eine kleine Rakete, ne? Aber habe ich jetzt überhaupt einen Tank dran? Oder den Tank brauche ich dann, glaube ich. Nee, ich werde jetzt hier ausweichen. Ich will jetzt hier nicht kämpfen. Ich fahre einfach außen rum. Ich glaube, den Tank brauchen wir dann für die Flügel. Oh, guck mal, da hinten leuchtet was. Wir gucken nur mal ganz kurz, oder? Ich glaube, das könnte die Turbine sein, wenn ich mich nicht ganz so... Wie sieht's denn aus? Ich denke, wir könnten packen. Ich muss mich jetzt nur anstrengen. Ich konzentriere mich. Achtung. Und drauf. Oh nein, das ist der mit dem Mörser. Ah, guck mal, wir haben schon, wir haben schon, wir haben schon. Und nicht von hinten jetzt noch kommen. Nein! Okay, wir heben mal eben das Teil auf. So. Moment. Ja. Los, fahr weg. Fahr weg. Wir können die Teile doch gleich aufheben. Vielleicht distanzieren die sich ja wieder ein bisschen. Oh, habt ihr gesehen, wie schnell ich gerade gewendet bin? Das ist ja der Wahnsinn gewesen. So, hier müssten irgendwo die... Ich kann die doch von hier aufheben, ne? Nee, da ist er. Da lauert er. Aber wartet mal, kann ich nicht von hier? Nee, das ist zu weit weg. Wartet mal eben. Ansonsten muss ich den halt auch wegschießen. Also die Mörser und so, die will ich jetzt natürlich haben, weil die können wir gebrauchen. B. Ich bin so weit weg, schade, hätte er sein können, dass ich die von hier aufheben kann. Geht nicht. Den müssen wir besiegen, Leute, weil der hängt jetzt auch hier fest. Wie sieht's denn? Ach du Scheiße. Und es geht, ach das, ah okay, ich verstehe, weil wir hier in den Boden reinschießen, deswegen. Ich muss mich wirklich vor den stellen. Ja, ich glaube, ja. Er hat nicht mehr viel, er hat nicht, oh, jetzt kommt noch einer, glaube ich, oder? So, er müsste aber gleich down sein, eigentlich. Nervensäge! Okay, der hat noch so ein MG-Ding. Stirbst du jetzt mal bitte? Hey, guck mal, ich bin ungefähr genauso wendig wie die Kleinen, ne? Also die großen Reifen, die sind cool.
Bitte stirb mal, du nervst. Okay, er ist keine große Gefahr mehr. Ich treffe den doch so nicht. Kann ich dich überfahren? Oh, okay, ich habe den jetzt einfach überfahren. Das müssen wir vielleicht... Okay, das ist er down.